ein Spiel gewinnt schon mal bei mir, wenn unter der Auswahl Englisch, Français und Deutsche ist. Ich wähle natürlich Deutsche. Ich will deutsches Spiel. Okay, danke fürs Deutsch hier. Hello, before you start, we want to offer you a short training course. Performing your task will receive a reward corresponding to the complexity of your assignment. Open the tube with the rods. You will see a lot list. Willkommen bei nicht nur Trophy Fishing, sondern Trophy Fishing 2. Und wenn eine 2 dahinter steht, dann kann dieses Spiel höchstwahrscheinlich zurückblicken auf eine lange Geschichte von Teil 1, wo alle Fehler und Bugs ausgemerzt wurden. So, vergeben wir silberne und goldene Punkte. Ja, das ist ein Free-to-Fish-Game. Ein Free-to-Play-Game. Was bedeutet, dass hier natürlich zig Währungen drin sind, zumindest 2, um im Spiel Geld zu machen. Wir fangen mal an. Über das Spiel. Mit was sollte man anfangen? Wie kann man den Köder? So. Ja, ich würde gerne dieses Tutorial machen. Ist das hier das, was ich will? Ja, bitte. Ja, vergeben. Vergeben und vergessen. Ich habe 3 und 1000. Ja, wie kann ich das machen? Ich stehe hier mit einer Angel in der Hand. Öffnen Sie einen Slot mit Angelruten. Würde ich machen. Nein, ich will es nicht verlassen. So, jetzt bin ich schon am Angel. Ich sehe links unten meinen Schwimmer. Und ich habe ein Geräusch gehört. Jetzt ist mein Schwimmer weg. Ich hole mal einen hier. Immer noch unten blinkt irgendwas unten rechts. Öffnen Sie einen Slot mit Angelruten. Wie kann ich das machen? Wie? Fangen Sie die maximale Zahl verschiedener Fische. Könnte ich an Turnieren teilnehmen. Da, jetzt, da war doch was. Ich habe einen Fisch geangelt. Ein Rotauge. Es ist winzig. Das Rotauge ist winzig. Nicht ein Kilo. Oder ist das Gramm? Winzig. Ich habe eine Menge Sachen hier. Wolga-Lager auf dem Grund. Vogel. Wolga-Angler. Das ist die Wolga? Wird das mit V geschrieben in diesem Spiel? Ich kann wahrscheinlich entweder wieder behalten für einen Silberling oder wegwerfen für einen Experience. Das scheint üblich zu sein bei diesen Spielen. Kann ich mich auch bewegen? Kann ich hier weggehen oder so? Nicht wirklich. Backshift vielleicht. Oder nein, das Spiel nicht verlassen. Entfernen. So. Ich will es gar nicht auswerfen, ich will es einholen. So. Kann ich jetzt gehen? Nein, unmöglich. Ich kann unmöglich gehen. Ich kann mir. Öffnen Sie einen Slot mit Angelruten. Würde ich immer noch gerne tun. Aber ich kann mich nicht bewegen. Immerhin, Sean Pomery und Gedankengeist 77 sind wild dabei, Sachen zu fangen. Denen scheint es Spaß zu machen. Ich weiß gar nicht mehr, was hier in Aussicht gestellt wurde bei diesem Spiel. Der Mond ist am Himmel, ist taghell. So ist es an der Wolga, nehme ich an. Ich würde gern im Spiel hier auf Sachen rumklicken. Zum Beispiel hier unten. Und das ist hier. Herzlich willkommen, was Sie anfangs zu spielen. Empfehlen wir Ihnen, ein kurzes Tutorial abzuschließen. Das habe ich aber leider gerade zugemacht, wie es scheint. Kann ich mit der Escape-Taste, kann ich nur das Spiel verlassen. Ich klicke übrigens öfter mal aus dem Spiel raus, falls Sie sich wundern, warum hier nichts tut. Es ist nämlich zwar Fullscreen, aber es scheint nicht auszureichen. Kann ich im mit E vielleicht. Ich gehe jetzt mal ein paar Tasten durch. 1. Ah! Mit 1 kann ich was machen. Ich muss das hier anklicken. Mit 2. Was mache ich damit? Öffnen Sie den Brief mit dem Gewinn und der Gratulation. Würde ich gern machen. Öffnen Sie die SMS. Erstmal das hier zumachen. Nein, nicht das Spiel verlassen. Das hier zumachen. So, öffnen Sie die SMS. Wie?
Wie öffne ich die SMS? Unten, unten hier in der Ecke. Da. Spiele, Shop, Karte, Profil. Trophäen, Erfolge. Wo ist die SMS? Köder. Hier kann ich Köder kaufen. Ich weiß nicht, wie ich eine SMS öffne. Shop. Einstellen. Sie, sehen Sie hier irgendwas mit SMS? Ich kann Ihnen eine Karte angucken. Ah, da bin ich. An der Wolga. Ich kann auch zum Nil. Gehen wir mal zum Nil. Aber ist noch gelockt. Muss ich kaufen. Wahrscheinlich Lizenzen und so weiter. Hier bin ich. Und das andere ist auch gelockt hier. Kostenpflichtiger Ort. Fülle große Fische, Karpfen, Graskarpfen und so weiter. Wo ist die SMS? Nachrichten. Habe ich das echt übersehen gerade eben? Aufgabe erledigt. Aufgabe Angelrouten-Slot erledigt. Super, machen wir weiter. Schon habe ich Geld in der Tasche. Öffnen Sie das Fett. Da kriege ich hier öffne mit der Köderwahl. Hier können Sie die Hakengröße der Angeltiefe ändern, so wie andere Köder auswählen. Beginnen. Öffnen Sie das Fenster mit der Köderwahl. Zum Glück habe ich jetzt rausgefunden, wenn ich die 1 wähle, kann ich da eine Menge machen. Das sieht sehr nach Ködern aus hier. Reparaturkosten für Silber. Das ist schon grafisch alles so fragwürdig. Hier soll ich draufklicken. Ah ja. Brot. Ich habe Brot. Zeigen Sie mit der Maus, wohin Sie Ihren Köder werfen wollen. Drücken Sie die linke Maustaste. Werfen Sie, bis der Fisch anbeißt. Warten Sie, bis der Fisch anbeißt. Ziehen Sie den Fisch raus durch das Drücken der linken Maustaste. Ja, ich werde jetzt mal hier hinten auswerfen. Oh! Also, ich habe gedrückt gehalten. Macht offenbar eins dieser Spiele, wo es keinen Unterschied macht. Kein Unterschied, ob ich kurz links drücke oder rechts. Warten Sie auf ein Geräusch, wenn der Fisch anbeißt. Warten Sie auf ein Geräusch, wenn der Fisch anbeißt. Drücke Sie die linke Maustaste, um den Fisch rauszuholen. So, das war das Geräusch. Linke Maustaste. So, wieder ein winziger Fisch. Das sieht aus, als würde man in den Mikrokosmos eindringen. Ein Gründling. Jetzt soll ich dafür Geld nehmen. Hurra. Fangen Sie 5 Fische, um zu zeigen, dass Sie wirklich gelernt haben. Gerne. Habe ich jetzt wieder Köder an der Angel? Wahrscheinlich. Und ich weiß nicht, warum ich gedrückt halte. So, als würde es einen Unterschied machen. Es muss noch gefangen werden, 5. Macht es hier irgendwie einen Unterschied, ob ich da... Kann ich die Angel einholen? Mit der rechten Taste kann ich alles sofort einholen. Ich drücke jetzt einfach mal ganz kurz drauf. Ja, dann liegt es genauso weit, als würde ich... Ich hole es wieder mit der rechten Maustaste ein. Genauso lang, als würde ich gedrückt halten. Ja, macht keinerlei Unterschied. Aber das war bei Fishing Planet auch so. Also das muss ich gestehen. Köder, Tiefe und Angelhaken auswählen. Da. Ah, und her damit. Richtig Kampf ist da nicht, ne? Noch ein winziger. Eine Braxe. Ich will natürlich Erfahrung haben, weil da brauche ich mehr von. Ich brauche viele, viele Erfahrungspunkte. Wie war das hier mit Experte? Schläfergrundel, nach einer bestimmten Tiefe aus diesem. In einer bestimmten Tiefe auf diesen Angelhaken, Köder und zu dieser Tageszeit beißt der Fisch. Alle Fische beißen zu dieser Zeit. Gut. So, mal hier rüber vielleicht. Naja. Dachte schon, ich halt mal länger. Fangen wir diese 4 Fische. Sehen, was passiert. Oben ist noch ein. So, ich drück mal. Ui! Na? Dachte ich schon, das wäre zu leicht. Jetzt ist, muss ich 9 Köder dran machen? Ne, ich hab ja genug davon. So. Zumindest hätte ich jetzt kämpfen müssen. Habe ich nicht gemacht. War ich zu schludrig. Dann warte ich jetzt wieder, bis das Geräusch ertönt.
So, da war das Geräusch. Jetzt muss ich ziehen, 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 ziehen. Und jetzt wieder so ein winziger. War das vielleicht gerade meine Chance gewesen? Ich lasse den frei. Meine Chance gewesen, so richtig, einen richtig großen Fisch zu angeln. Habe ich das zu leicht genommen? Ich weiß nicht, die Tiefe mal ändern könnte. Oder die Hakengröße. Es schien ja so zu sein, als würde das hier angeboten. So. Komm her, komm her, komm her. Also man hat schon so einen Ausschlag da für Schwierigkeit, aber. Die Grafik ist ja ganz hübsch und außerdem schön, dass er zwar den Schwanz bewegt, aber nicht nach Luft schnappt. Und zwei muss ich noch. Habe ich zu viele Angelspiele gemacht? Bin ich deshalb gelangweilt jetzt? Ne? Wäre es toll gewesen, wenn ich das ja als erstes gespielt hätte? Die Antwort ist nein, nehme ich an. Ne? Wenn ich das ja als erstes gespielt hätte, hätte ich mich wahrscheinlich für Angelspiele gar nicht mehr interessiert. So, ran mit dir. Weiterer Grundling, den ich auch wieder freilasse. Und noch einmal vielleicht hier hinten. Ne? Macht bestimmt einen riesen Unterschied. Da liegt das Ding doch. Ne, da richtet sich's auf. Nein, noch. Als Kind habe ich irgendwann eine Gitarre bekommen. Und das war keine Kindergitarre, aber eine kleine Gitarre und billig und so. Ne? Und konnte ich irgendwie nichts mit anfangen. Fotos, ne? So Polaroid-Fotos haben wir gemacht. Damit ich mit der Gitarre in der Hand da stand. Und dann irgendwann Jahre später hatte ein Nachbar, konnte Gitarre spielen, hat meine Mutter mich hingeschickt. Und dann konnte ich. Hat er mir so ein, zwei Griffe beigebracht. Und dann, einige Zeit später wiederum, dann habe ich Punk entdeckt und habe verstanden, dass es nicht darum geht, irgendwie viel zu machen, sondern zwei, drei Akkorde oder die berühmten drei Akkorde auf der Rückseite der Sex Pistols Platte, die haben dann gereicht. Die ganze Zeit haben wir Fische in der Tiefe geangelt. Jetzt versuchen wir Fische an der Oberfläche zu angeln. Drücken Sie auf den Auswahlindikator und ändern Sie die Tiefe. Auswahlindikator. Das ist weiter in der hier, ne? Ah, hier kann ich die Oberfläche. Oberfläche. Mitte. Boden. Okay. Habe ich gemacht. Jetzt muss ich noch drei angeln. Ich habe schon ausgeworfen. Was ich tun soll. Um die Gitarrengeschichte weiter zu erzählen. Ich habe also diese kleine. Was, hat sich die Maus jetzt hier verändert plötzlich? Hä? Habe ich eine andere Angel in der Hand? Wenn ich die Maus jetzt nach unten mache, bleibt sie da. Wenn ich die Maus nach oben mache, geht sie ein Stück weiter nach oben. Und wenn ich sie nach rechts bewege, bewegt sie sich nach links und andersrum. Ich hole die mal. Ich hole das mal eben wieder ein. So. Das macht mich nämlich wahnsinnig. So. Na gut, ich hoffe, ich bin jetzt in der Oberfläche. Um die Gitarrengeschichte zu Ende zu bringen. Als ich dann später wirklich einigermaßen wusste, wie man Gitarre spielt und gerne Gitarre gespielt habe, immer noch mit dieser Jugendgitarre, macht sie nichts aus, weil die Art, die Musik, die ich gemacht habe, da war es jetzt nicht wichtig, dass der Klang gut war. Ich habe viel Effekt draufgelegt und Gothic, schuhgäserige, Independent. Industrial Sounds damit produziert. Da habe ich mir dann irgendwann eine teurere Gitarre geleistet. Also einfach nur eine, die für Erwachsene gedacht war. Ich dachte, da hätte sich gerade was bewegt, aber bewegen reicht wohl nicht. Es muss dieses lustige Bling-Geräusch sein. Und da habe ich dann, als ich den ersten Anschlag gemacht habe und meine drei Akkorde konnte, habe ich gemerkt, oh, das klingt ja wirklich hübsch. Und mit der Gitarre habe ich dann auch mal freiwillig zu Hause gespielt. Und irgendwann im Laden habe ich mal. Oh! Ich bin. Das ist ein gutes Spiel. Ich bin überzeugt, dass das ein gutes Spiel ist. Sonst wäre diese Frau hier nicht. Schneider. Der Schneider. Hallo, Herr Schneider. Ich lasse ihn wieder laufen. Ich lasse damit.
Und einen muss ich noch fangen. Da habe ich dann, als ich im Laden dann mal so eine echte Gitarre, habe ich gedacht, was wäre gewesen, wenn ich von Anfang an eine richtig gute und teure Gitarre gehabt hätte und von Anfang an das Gefühl gehabt hätte, hey, das klingt schön. Meine These ist, dass es Dinge gibt, da muss man erstmal seine eigenen Fähigkeiten erproben. Malen zum Beispiel. Das ist egal, womit man malt. Ja, einfach mal zu gucken, zu kritzeln. Ja, und wenn es mit einem Stein oder da auf dem Boden ist, na, dann kann man mal gucken, wie viel Spaß das macht. Und es gibt andere Sachen, das sollte man nur dann versuchen, wenn man ein einigermaßen gutes Werkzeug hat, weil die eigenen Fähigkeiten sonst gar nicht zur Geltung kommen. Eine Gitarre ist ein Beispiel dafür. Schreiben, nicht das Schreiben, sondern so kalligrafisches Schreiben ist auch sowas. Ne, wenn man plötzlich so sieht, oh, Leute haben schöne Schriften und Kalligrafie und so, wird das nicht funktionieren, wenn man seinen halbleeren Schulfüller dafür benutzt oder so, sondern da braucht man auch mal so einen billigen Kalligrafiestift vielleicht, um eine Vorstellung davon zu kriegen, wie das dann aussehen kann. Und falls Sie dieser These zustimmen, lieber Zuschauer, können Sie mir sagen, ob das für welche Sachen das in Ihrer Meinung nach auch gilt. Bei dem Spiel hier zum Beispiel, glaube ich, ist es so. Wenn mein erstes Erlebnis mit einem Angelspiel das hier gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich kein weiteres ausprobiert. Da mein erstes Erlebnis aber Ultimate Fishing Simulator war, wo man wirklich Gefühl dafür entwickeln konnte. Und dann von Eurofishing gefolgt, was ein echt gutes Angelspiel ist. Konnte meine Fähigkeit sich entfalten. Und ich kann jetzt guten Gewissens sagen, dass dieses Spiel hier nicht gut ist. Und es auch nicht viel Sinn macht, da noch viel weiter zu spielen. Ne? Ich würde den einen Fisch jetzt gerne noch fangen, um zu sehen, was mir dann hier noch angeboten wird. Aber es ist so dröge und ne, wenn ich mit den A und D-Tasten mich bewege, dann ne, bewegen die sich noch Stunden weiter. Und ich fühle mich gar nicht gut. Körperlich. Moment, was ist das denn hier überhaupt? Auswahl, Modernisierung, Reparatur der Angelrute. Angelrute benutzen, ja, mache ich doch. Ist irgendwas falsch daran? Kann ich hier sehen, ob irgendwas falsch ist? Wie wäre es, wenn ich mal statt Brot eine Motte benutze? Jetzt habe ich eine Motte dran und Angel an der Oberfläche. Kann ich die Motte sehen? Ne, ich muss es glauben. Da rechts, ne? Seh ich sie. So, und auswerfen. Ja, jetzt habe ich links unten noch nicht diesen Strich durch. Das scheint also zu funktionieren. Warte ich noch, ob ich mit der Motte vielleicht einen größeren Fisch angle. Wie groß sind denn die Fische, die da angeln dann? Ich habe irgendwas mit 38 Kilogramm gesehen. Das kann natürlich schon sein. Tja, wer eine Motte benutzt, fängt einen Schneider. Irgendwie, verstehen Sie? Motten und Kleidung. Im Spiel können Sie den Test der Angelrute verstärken. Dabei können Sie mit den Fischen doppelt so schwer kämpfen. Diese Funktion übernimmt die Energie. Zur Aktivierung drücken und halten Sie die Leertaste beim Angeln. Zur Aktivierung drücken und halten Sie die Leertaste beim Angeln. Seien Sie vorsichtig, beim Energiezahl ist begrenzt. Nutzen Sie mit Bedacht, versuchen wir Fische mit dieser Technik zu angeln. Jetzt wird es ja richtig komplex. Gut, dann machen wir das noch einmal. Ne? So. Ist das falsch, was ich hier mache? Offensichtlich, es wird hier nämlich durchgestrichen. Ich soll offenbar was anderes machen. Achso, erstmal einholen. Mit rechts. So, dann vielleicht tiefer. Soll ich das mal? Wollen Sie das von mir? Wollen Sie das von mir? Dann sehe ich, dass hier das rot wird. Und hier ist es weiß. Warten wir drauf, dass noch was anbeißt und dann drücke ich die
Leertaste. Zu sehen, was passiert. Zumindest verdiene ich eine ganze Menge Kohle für die ganzen Tutorials, die ich immer. Da! Okay. Ich habe die Leertaste gedrückt und sofort hatte ich ihn in der Hand. Schläfergrundel. Für alles kriegen. Die sind alle unter 100 Gramm. Das ist doch winzige Dinger. Kann mir das Tutorial jetzt vielleicht mal irgendwas gönnen? Irgendeinen Fortschritt oder so. Irgendeinen großen Fisch. Puh. Vielleicht habe ich doch was voreilig gemacht. Ne? Vielleicht hätte ich doch das Brot weiter benutzen sollen. Und... Nee, das ist einfach... Ich habe sofort in der Hand. Also die Space... Vielleicht muss ich nur die Space-Taste drücken und nicht die linke Taste auch noch dazu. Ich verstehe es mit der Energie nicht. Ich drücke jetzt nur die Leertaste, okay? Wenn irgendwas passiert. Ich will es jetzt gar nicht mehr interessanter machen, indem ich mich umschaue. Ne? Indem ich das hier mache. Oder das hier. Nee, wir starren einfach. Starren einfach auf die dreckige Wasseroberfläche. Und jetzt ist aber irgendwie... Hätte ich das einholen sollen? Levelfortschritt. Levelfortschritt. Ich hole mal ein. Ist das so, dass ich dahin auswerfe, wo das hier hin zeigt oder so? Kann ich auch dahin werfen? Ja, das könnte sein. Dann ist es nicht, wie lange ich halte, sondern wo ich hin zeige. So, jetzt die Leertaste. Space-Taste. Ja, doch, Leertaste. Hat aber nichts gebracht. Nichts gebracht. Wahnsinnig fein Geräusch. Es tut sich nichts. Es kann ja sein, dass dieses Spiel hier okay, I'm intrigued, nur ein Stück weit, weil jetzt das schon wieder gerissen ist. Hätte ich jetzt die Chance gehabt, einen größeren Fisch zu fangen und habe es verpasst, weil ich nicht ernst genommen habe. Denn eigentlich ist ja das Mindeste, was so ein Angelspiel machen soll, dass ich gegensteuern und gegenhalten muss. Und irgendwie habe ich das jetzt auch bei den anderen Free-to-Play-Spielen bisher nicht gemerkt, weil die Fische alle so klein blieben. So, da habe ich schon mehr. Winzig. Okay, mir reicht's. Ja, wenn so ein Spiel sich mir irgendwie offenbaren will. Aufgabe erledigt. So, wenn sich so ein Spiel offenbaren will, dann muss es mir ja irgendwas anbieten. Nein. Donau, Nil, Mississippi. Da will ich hin. Hier beginnt die Reise zum Fluss Mississippi. Aber da steht jetzt auch nicht, was da zu fangen ist oder so, ne? Ja, mal dahin, dann sehen wir zumindest mal was anderes. Da sind wir schon. Na, die Reise war ja stimmungsvoll. Man kann sich wirklich keinen Schritt bewegen, ne? Man ist hier wirklich festgewurzelt. So, kann ich jetzt hier noch irgendwas anderes machen? Ne, Experte. Großmäuliger Büffelfisch. Eine Menge Büffelfische. Ja, danke. Was war hier eigentlich? Hier konnte ich doch neue Sachen kaufen. Grieß, Gnado. Aber ich kann nicht eine neue, größere Haken kaufen oder so. Nur Köder. Schauen wir mal, dass wir hier noch einen Fisch fangen. Wenn ich da hinten gucke, hier Mr. Pomeroy. Und so fängt auch nur Fische, die immerhin 200 Gramm wiegen.
Das ist das Zehnfache von dem, was ich so gefangen habe. Aber da oben ist irgendjemand, der einen 28 Kilo Fisch gefangen hat. Süßwassertrommler. 100 Gramm. Ich muss doch hier irgendwas kaufen können, um mehr Fische, also mehr als Köder kaufen, ja, um größere Fische fangen zu können. Irgendeine Trophäe habe ich bekommen. So. Die werden winziger und winziger, ja. Bald muss ich unter das Mikroskop legen, um damit was anfangen zu können. So, was war hier nochmal? Zur Aktivierung drücken und halten Sie die Leertaste beim Angeln. Oh gut, okay. Drücken und halten beim Angeln. Ich drücke und halte die Leertaste beim Angeln. Ich habe gerade das Geräusch gehört, hat aber nichts gebracht. Drücken und halten Sie die Leertaste beim Angeln. Bin dabei. Ich drücke und halte die Leertaste. Hätte ich die Wolga nicht verlassen dürfen für das Tutorial? Okay. Ja, wer Erfahrung mit dem Spiel hat, ne, und mir sagen kann, nee, Sie haben da einiges falsch gemacht, lieber Herr, in mir ist draußen. Der kann mir das ja gerne irgendwie erklären, aber ne, ich kann hier kein anderes Zeug kaufen. Irgendwie. Trophäen, Wettkämpfe, Einstellungen. Auch hier, ne, Turnier, Köder. Ich kann neuen Köder kaufen. Hier ist noch ein Shop. Angelrouten. Ah, hier kann ich Sachen kaufen. Was denn mit Markt? Fischaugen. Bases. Tja, ich habe 1800. Ich kann hier eine Basis kaufen, wenn ich am Nil angeln will. Keine Ahnung. Keine Ahnung und kein Interesse, leider, muss ich sagen. Ja, schön. Dann haben wir hier das schlechte Beispiel. Ich wollte gerade sagen, den Bodensatz, aber vielleicht tue ich dem Spiel ja insofern Unrecht, als dass es doch noch irgendwas hier in dem Spiel gibt, was ich komplett übersehe. Aber mir reicht's und vielleicht habe ich schon zu viel Zeit damit vergeudet. Bis dann. Seid so gut und gebt mir einen Daumen rauf für den Algorithmus.